Ladies and Gentlemen. Moin Mädels, moin Jungs. Keileko Scheißloch, bin ich zu laut? Digga. Ja, also wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann habt ihr schon die Bilder der letzten Tage gesehen, die ich gezaubert habe. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid immer noch dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sülzephone mit dem Garlic Squad. und zwar, ja. Die Folgen bei Kalle mag ich immer am liebsten. Passt das so mit meinem Sound? Gerne doch, gerne doch. Ja, mit dabei sind Henne, Papo, Sterzig und Gru oder Gru, Sterzig, Henne und Papo und jetzt geht's los. So. Okay, So, ich habe jetzt, glaube ich, ein paar Leute heute noch gar nicht mehr genommen. Ich mache es mal. Ich glaube, das ist, Alter, das ist insane, was ich jetzt gerade hier... Das ist eine richtig geile Story. So, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ihr habt's gesehen. Ihr habt's zuerst gesehen, Freunde. Lasst ein Like da. Alter, wenn ihr jetzt liked, komm ich zu euch nach Hause und stehl euer Hab und Gut. Und tisch euch Sülze auf. Wofür steht eigentlich Sülze? So. Das frage ich mich auch immer. Ja, irgendwie, heute bin ich so ein bisschen das Opfer, habe ich das Gefühl. So, okay. Alter, wenn du wüsstest. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Wie male ich das jetzt? Ich weiß nicht mal, wie ich mich selber malen soll. Da fängt's ja schon an. Guck dich doch kurz an im Spiegel. Ja, geh doch kurz ins Spiegel. Ah, so sehe ich aus. Ja, okay. Ah, lol, ich dachte mal, ich wäre Henno. Lol, das dachten ganz viele auch. So. Bitte was? Verstehe ich nicht. Kannst du es mal erklären? Nee. Wunderschön. Es ist wunderschön, was ich hier mache. Also. Ich muss kurz. Kotzen. Okay. So, und dann haben wir ja hier Augen, ne? Wissen wir ja mittlerweile, wie ich die mal. Sterzig, bist du eigentlich irgendein Instrument? Ich? Ich? Nee, Sterzig. Ja. Ich habe mal E-Gitarre gespielt. Perfekt. So. Ey, das ist gar nicht mal so schlimm. So, jetzt ist nur schon die Hälfte der Zeit rum. Oh, scheiße. Oh, ich glaube, das kann man aber auch wieder richtig gut erkennen. Oh, nee. Also, diese langen Sätze, ne, die machen mich halt fertig. So. Okay, dann, wie sieht das aus? So. Junge, es ist schwer. Es ist wirklich. Das Leben ist nicht leicht. Oh, sorry. Jetzt habe ich Schluck auf. Also ich hoffe mal, dass man das irgendwie erkennt, was hier gemeint ist. Ihr wisst ja, ich bin sehr gut im Malen. Ich glaube, der untere Strich ist blöd. Eine Säule mehr. Okay, ich denke, ich hab's. Okay. Ich bin zufrieden. Es wird halt wieder nichts. Sorry, Leute. Ihr seht's ja selbst. Oh, sag Kalle, ich hab Angst. Es ist wieder. Bei Kalle kann man machen, seine Strichmännchen, Dramaturgie, dieser Horrorspiel. Oh Gott, von wem ist das denn? Ah, das, Alter. Kannst du mir. Kalle, kannst du mir sagen, was die Scheiße soll? Du kriegst das dann immer. Ja, was soll das denn sein? So, oder? Ist das der, Leute? Das ist doch der hier, oder? Also schnell, ne? Ist das? Alter, also das kam, glaube ich, von Christus. Richtig gut. Ich glaube... Wie lässig er hier einfach... Das ist ziemlich lässig, muss ich sagen. So. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt Alter, so gepasst hat, aber... Okay, aber das ist perfekt für mich, glaube ich. Oh mein Gott, ey, was ist mit euch? Ich weiß gerade auch nicht mehr, was ich sagen soll. Es wird immer heftiger. Oh mein Gott, das wird ja immer absurder. Ja, will noch jemand meckern? Nö. Bei mir ist alles gut. Ich bin glücklich soweit. Ach komm, halt's Maul. Okay, sorry. Oh. So malt man doch diese Leute, oder? So, dann haben wir... Ja, gut. Hallo, bist du sicher, dass du die Leute so malst?
mich echt konzentrieren. Also das ist der eine von den beiden, ist klar. So, und wie macht man den anderen jetzt? Oh, ich bin so am Tryharden. Ja, same. Ich kann aber auch nicht anders, ne? Das liegt in meiner Natur. So, wir haben ja heute gelernt, wie Henno aussieht. Das ist er nicht, aber letzten Endes. Junge. Ich glaube, doch, das wird super. Mhm. Ich glaube, das ist der beste Henno, den ich heute gemalt habe. Ich glaube wirklich, dass es der beste Henno ist. Mhm. Okay, das ist insane, was hier läuft, Digga. Das ist. Okay, das gefällt mir noch besser. Aber das Problem ist ja, dass ich keine Zeit mehr habe. Okay, so. Jetzt hier noch ein Dreieck. Ja, gut. Also Leute, ihr seht schon, ich habe mich gerade versucht zu konzentrieren, aber es bringt halt nichts, ne? Also es bringt halt wirklich nichts. Was ist das denn jetzt wieder? Es ist insane. Also oh Mann, ich mal so halt immer stolz. So, ich mal immer so in Trance und dann sehe ich das Bild am Ende und denke mir so, nein. Nein, hätte man anders. Das hätte man Alter, anders machen müssen. Es ist insane. Ich bin so. Oh, ja. Ja, also. Doch, das könnte man schon erkennen. Es ist nice. Das könnte man, wenn man ein bisschen nachdenkt. Übrigens höre ich mich schon wieder bei irgendjemandem im Hintergrund die ganze Zeit. Das ist immer in meinen Videos. Hä? Ich höre immer irgendjemanden im Hintergrund. Ich glaube, es ist bei Papo wieder. Bei Papo, nein. Ja. Doch, ich höre nichts. Das war doch. Schreibt es in die Kommentare. Das ist heftig. Okay. Okay, das ist krass. Alter, was? Ach so! Okay, ich. Also entweder ist es jetzt. Entweder bin das ich oder Henno. Was soll das sein? Jetzt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist klar. Ah! Junge, wer malt so Pistolen? Ich bin so verwirrt. Ich konnte nicht mehr zu Ende schreiben! Fuck! Aber ihr wisst, was ich schreiben wollte. Aber ich bin gespannt. Das letzte war weird. Ich fand's geil. Ich hab alles gegen dich. Okay, gucken wir mal. Gehen wir mal rein. Gnu war so ruhig die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich hab's nicht. Weißt du, konzentriert? Ja, ja, okay. Der Gnu ist ja auch was malen angeht. So ein Tryhard. Der Terminator kämpft gegen Hitman Henno aus der Zukunft. Was? Das okay, ich hab halt gedacht, das wäre. Alter, das ist insane, Gnu. Aber ich dachte halt, original, es wäre Duke Nukem. Wird von Henno Hitman erschossen. Ja, das sieht ein bisschen aus wie Duke, durch die Frisur. Ja, kann man erkennen, ja. Alter, stimmt. Hitman Henno eliminiert DJ. Alter, was? Die Erzieher, Alter. Junge, wo ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Vor allem, wie man ganz wieder aussieht. Wie sterzig die auch einfach so richtige dicke Bäckchen gemalt hat. Du bist so richtig so. Jo. Weil er schießt doch immer alle so richtig mit so einer. Mit so einer richtig komischen Miene. Was ist das eigentlich für ein Arm, der aus dem. Also, und dann die Pistole, das ist so ein widerliches Konstrukt, was du da gebastelt hast. Sterzig beschwert sich immer über meine Bilder und malt so einen Rotz dahin. Unfassbar. Alter, und dieser Arm. Ich finde das Bild richtig nice. Mit zwei Ellbogen. Der Arm hat einfach zwei Ellbogen. Was ist das? Wo ist der zweite Arm? Ich habe mich erst vermalt mit dem Arm und wollte dann halt den richtigen Arm hinmalen. Aber da habe ich verkackt, da hatte ich keine Zeit mehr. Deshalb auch die Pistole, so komisch. Ja. Junge, und beim ersten Bild sehe ich einfach so aus, als hätte ich oben gar kein. Also nur so eine Glatze. Also und nur so ganz leichte Haare ganz vorne an der Stirn. Ja, das ist doch dieser Strichcode, oder nicht? Der Kehlkopf aber wieder, ey. Okay. Der muss sein. Gehen wir mal zu Sterzig. Ah, oh, weich. Eine Creeper-Familie bekommt ein Baby total süß. Oh mein Gott, nein. Okay. Oh nein. Aber wieso hast du das so umgeschrieben? Sterzig und Henno zeugen in Minecraft ein Baby. Alter, boah. Ich hab's eh vergessen, Minecraft. Das macht's nicht besser. Henno und Sterzig lieben sich als Minecraft-Charaktere. Alter. Aber wieso hast du denn da Sterzig und Henno draus gemacht? Du. Ich? Ja. Weil ich die gerade mit Minecraft verbinde, weil die das spielen? Ja, aber das sind die doch nicht.
Aber ich spiele kein Minecraft. Ich finde die Creeper-Familie ziemlich nice. Ja, danke, ja. Danke, Bruder. Danke, ist echt stark geworden. Danke, danke. Ja, ich habe halt irgendwie, ich wusste nicht, wie ich das Baby, habe ich gerade angefangen, dann war das halt irgendwie ein Ei. Ich streng mich immer so an und dann muss. Ich streng mich immer so an und dann muss Gnu das interpretieren und da kommt also auch schon mit dem Bremer Stadtmusikern. Ich fühle mich nicht gewertschätzt. Nur du darfst nicht so viel nachdenken, weißt du? Ja. Versuch nachzudenken. So. Da bin ich gespannt. Gnu geben ein Konzert für große Pinguine. Ja, das kam durch. Da hat er aber auch fantastisch gemacht. Oh. Oh. Warte, ich denke mir, ich Sterzig und Gnu performen vor Riesenpinguinen einen Song. Nein. Song. Oh nein! Wie sie es fühlen. Sterzig und Gnu rappen Pinguine an. Ja, das ist auch Hand gut. So komisch ist, weißt du, so, ja. So, ja, stimmt. Ja, ja, die ist nach innen gerichtet. Ja, ja, sieht doch, so, als würden ja, ihr ja, fliegen. Ja, ja. Als würdet ihr gerade so schweben. Aber bei Riesenpinguinen, das hätte ich noch größer. Oh, yeah. Ja, das habe ich sicher nicht getraut. Also bei Pabo, der hat perfekt getroffen für dich. Also das ist schon sehr stark. Jo. Ach, wir müssen bei Gnu mal dran denken, diese Hörnchen zu malen. Das habe ich mir jetzt zum ersten Mal gedacht. Ja, so. True. Also, die kannst du auch dünn malen. Kalle verprügelt den kleinen Sterzig heftig. Alter, Gnu, das ist okay. Also. Okay, Kalle, aber das schlägt Sterzig windelweich und blutig. Blutig. Boah, das ist richtig stark. Vor allem diese Zähne, wie die noch so wegfliegen. Kalle schlägt Sterzig voll in die Fresse und es fliegen zu. Ja, also Zähne, ne, ist klar. Aber, also das Bild von Max finde ich halt grandios. Das wird auf jeden Fall das Thumbnail, Alter. Ohne Scheiße. Das ist halt einfach wie die Zähne, auch so diese eingeditschte Fresse, so, das ist so mega nice. Ja, auch dieses erste Auge links, eigentlich wollte ich ein ganz normales Auge malen, aber dann war das so oval platten, dann dachte ich mir, ja, genau das, okay, ich mach noch so eins. Das ist halt schon echt nice. Kannst du einmal auf Sterze gehen? Achso, wir sind schon. Superkalle reißt das Berliner Tor ab, er ist Bauleiter. Was? Oh Gott. Kalle spielt erstaunt Schach. Oh mein Gott! Junge! Kalle spielt Schach. Alter! Follow Pete, richtig geil. Ja, ich wusste nicht, wie das kann. Kalle! Also wirklich? Alter, Junge. Aber wieso Berliner Tor? Meinst du mal damit das Brandenburger Tor? Ja, ne? Ja, ne? Ja, okay. Ja, true. Ja. Und ich wusste nicht, wie ich die Aber Figürchen deswegen malst du lieber einen Tisch. Ja, Superkalle war für mich so riesengroß, so deswegen dachte ich so, ja. Das ist alles schwierig mit mir mit dem Zeichnen. Bruder, aber ich finde meinen Körper nice. Also meinen Körper finde ich übel nice. Aber was Papo dann wieder draus zaubert aus dem Schach, ist halt auch wieder grandios, ne? Oh, so habe ich das der jetzt. Der cheatet aber auch. Soll ich nochmal zu Sterzig? Bitte nochmal zu Sterzig. Ich müsste es noch einmal nämlich downloaden. Perfekt. Ja, Leute, das war wieder eine grandiose Runde Gartic Phone. Nächste Folge gibt's wieder am Montag beim Hennoblatt. Wie er blutet. Und ich freue mich auf die weiteren Runden, beziehungsweise die nächsten Folgen, was auch immer wir machen. Haut rein, schaut bei den anderen vorbei, alles in der Beschreibung. Und Montag geht's bei Henno weiter. Tschüss. Viel Spaß im Ranked. Tschüss.